Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben verloren. Die gesamte gesellschaftliche Diskussion ist nach rechts gekippt. Es geht nicht um Inhalte, um die tieferen Zusammenhänge. Es geht um einfache Antworten, und diese Antworten sind meist die Flüchtlinge. Und wer darf ständig die Antworten zu dem geben, worum es gar nicht geht? Ob Verharmlosung des Holocaust oder Inszenierung von lediglich den Straftaten, die durch Ausländer geschehen sind. Ich ertrage diese falschen Antworten nicht. Ich ertrage diese AfD nicht. Ich ertrage sie so sehr nicht, dass ich politisch all meine Kraft darin reinstecken will, die Diskussion wieder zurechtzurücken, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht darum, Frauen vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Sexismus lässt sich aber nicht mit Rassismus bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Sexismus spaltet die Gesellschaft. Wir müssen noch mehr auf die Straße gehen. Wir müssen die Gruppen noch mehr unterstützen, die tagtäglich kämpfen für die offene Gesellschaft. Wir müssen lautstark und geschlossen sein. Denn wir haben die inhaltliche Kraft, nicht der AfD nach dem Mund zu reden. Ob Nahles, Lindner, ein ganzer linker Parteitag, sie alle tragen mit ihren Aussagen dazu bei, dass die Diskussion immer weiter noch ein Stückchen weiter nach rechts rutscht. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle merken, es geht jetzt ums Ganze, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht darum, geflohenen Menschen in NRW eine echte Chance zu geben. Integration ist nicht so einfach. Aber Integration heißt nicht Assimilation. Wer im Burkini schwimmen gehen will, der soll verdammt nochmal im Burkini schwimmen gehen können. Allein die Debatte darüber ist lediglich dafür da, die Stimmung wieder anzuheizen und der AfD in die Karten zu spielen. Wie verschlossen müssen wir sein, wenn wir in einem Burkini die Bedrohung unserer Kultur sehen? Liebes NRW, tragt Burkinis oder lasst es. Rasiert euch oder lasst es. Aber füllt keine Tageszeitungen damit und lasst den anderen die anderen Entscheidungen. Und wir Grüne lassen uns keine Pseudodebatten von Pseudopolitikern aufschwatzen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht darum, alle Kinder stark zu machen. Die Hauptaufgabe liegt meines Erachtens darin, sie zu befähigen, kritisch zu sein, zu beurteilen. Das sind ganz andere Ansprüche an Schule, als es vor 20 Jahren war, und an Unterricht. Und wenn wir ehrlich sind, stellt das das ganze Schulsystem, Unterrichtssystem auf den Kopf. Ausgerechnet eins der starksten Systeme, die wir haben. Kinder stark machen heißt nicht, dass sie große weiße Männer werden sollen, die sich für ihren Weg durchboxen. Kinder stark machen heißt für mich, dass sie mitbestimmen dürfen in unserer Gesellschaft und in ihren Lernprozessen, ihnen wirklich etwas zuzutrauen. Aber dafür braucht es eine neue LehrerInnenausbildung, ein anderes Raumangebot, flexible Lernzeiten, das Aufbrechen von starren Klassensystemen. Es geht darum, die Leistungsgesellschaft zu einer Wertegemeinschaft umzubauen. Weniger Noten, mehr Beratung, weniger Klassenarbeiten, mehr Projekte und mein Herzensprojekt, weniger Wecker klingeln um 6.30 Uhr, mehr nach biologischem Rhythmus, wach werden, mehr gemeinsames Frühstück, mehr freie Lernzeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Weniger Fächer, mehr Inhalte und darin mehr Umweltbildung, mehr Geschichte und mehr Demokratie lernen. Man meint vielleicht, in Schule sei die AfD noch nicht angekommen, aber das ist leider falsch. Sie verfolgt derzeit deutschlandweit und auch in NRW und auch an mir persönlich ein perfides System. Sie reicht Dienstaufsichtsbeschwerden gegen uns ein, gegen auch grüne Lehrerinnen und Lehrer. Ich möchte meinen Fall kurz erklären. Ich habe ein Facebook-Posting veröffentlicht, in dem ich Aufkleber der identitären Bewegung von Laternen im öffentlichen Stadtgebiet in meiner Freizeit entfernt habe. Hierauf bezieht sich die AfD und klagt mich an, gegen das Beamtenrecht zu verstoßen. Einerseits versuchen sie, mich mundtot zu machen, und mit Sicherheit gucken sie gerade wieder zu. Andererseits tut sie das systematisch im ganzen Land. Warum? Eine Dienstaufsichtsbeschwerde geht in die Akte, auch wenn sie abgewiesen wird. Sie wollen uns aktenkundig machen, meine Kolleginnen und Kollegen und mich. Erinnert euch das an irgendwas? Darum geht es, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben verloren, auch die Landtagswahl. Einfache Antworten sind auch hier unterkomplex. Aber Schulpolitik ist eine Antwort. Aber eine Antwort, wie wir wieder gewinnen, wird eben auch Schulpolitik sein. Wir müssen wieder sprechfähig werden, innerhalb der Partei und unsere Konzepte ausarbeiten, überdenken und weiterarbeiten. Und nach außen, um das Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Ich kann das und ich möchte das und deswegen stehe ich hier heute. Wir werden wieder gewinnen. Ein kleiner LAFO ist sicherlich nicht die eine Lösung dazu, aber er kann neue Strukturen lebendig machen. Was ich vorhin skizziert habe, können wir erreichen, wenn der LAFO die Partei wieder hört und der Partei die Stimme gegeben wird. Aufgabe wird es sein, Diskurse zu ermöglichen und Ambivalenzen zuzulassen und daraus ein Programm zu entwickeln. Ich würde meine Rolle im neuen LAFO nicht darin sehen, starke Reden vorne anstehend zu führen, sondern diesen Prozess mit meiner Erfahrung in der Entwicklung von Leitbildern und Programmen zu leiten. Moderieren und leiten vereinen. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung.